Hallo Leute, mein Name ist Hotzes Tee und willkommen zu einem wunderbaren neuen Tag in Minecraft. Das nächste größere Projekt ist das Lager, das irgendwo da drüben entstehen soll. Aber dafür brauche ich einige Kisten. Kisten brauchen Holz. Das heißt, wir brauchen eine Holzfabrik. Aber dafür brauche ich einige Hoppo. Das Lager braucht auch einiges an Hoppo. Das heißt, heute werden wir zuerst eine Eisenfarm bauen. Und die geht hier auf dieses Plätzchen hier. Ihr mögt euch erinnern, hier unten hat es eine Öffnung, ein Loch. Ist einfach zugedeckt im Moment. Wahrscheinlich werden wir dann einen Zugang von oben haben. Aber alles zu seiner Zeit. Die Plattform, wo wir unsere eisernen Golems einsammeln wollen, ist nun fertig. Und wir haben hier in der Mitte ein Loch, wo sie reinfallen können. In der Mitte werden wir etwas Lava platzieren und das ist so hoch, dass sie da nicht rausklettern können. Und damit alle auch in der Mitte landen, platzieren wir hier außenrum am Rand entlang Wasserquellblöcke, so dass wir Wasserströme in die Mitte haben, genau bis zum Loch hin. Und ihr fragt euch jetzt sicher, warum sind da Grasblöcke im Eck? Ganz einfach, wenn die nicht da wären, würden ja die Wassersourceblöcke an den beiden Seiten sich berühren und sie würden dann die ganze Ebene fluten, was wir ja genau nicht wollen, denn wir wollen Wasserströme und nicht solides Wasser auf der ganzen Ebene. So, zwei Seiten erledigt, ich mache die anderen beiden auch noch. Jetzt kann ich auch noch hier in den Ecken das Wasser auf dem Gras platzieren. Und dann haben wir von überall innerhalb von diesem 17x17 Quadrat Wasserströme, die in die Mitte gehen. Und wenn wir die Farm dann mittig platzieren, sind wir sicher, dass wenn Golems spawnen, die immer ins Wasser fallen. Und hier in der Mitte noch die Lava, so dass die Golems, wenn sie da unten sind, auch verbrennen. Der interessante Teil, zumindest soweit die Farm bereits existiert, ist hier unten, wo wir die Drops aus den Hoppern hier mittig zusammenführen und dann hier in diesen Itemfilter hier reinpacken und hier sortieren wir Eisen-Ingots raus und die Poppies, die Mohnblumen und alles, was nicht in diesen beiden Hoppern Platz hat, endet hier in diesem Dropper und alles, was hier reinkommt, wird dann hier in der Lava entsorgt. Und der Filter funktioniert wie folgt. Ich habe hier drei, in den hinteren vier Slots habe ich Filter-Items drin. Das sind Items, die umbenannt sind, um sicherzustellen, dass hier nie ein Item reinbekommen, das auf diese Filter-Items matcht. Und dann hier vorne haben wir das Item, das wir sortieren wollen. Und sobald wir 41 Eisen-Ingots haben,
haben wir hier an diesem Comparator eine Signalstärke von 3. Das heißt hier 1, 2, 3. Wir powern diesen Block hier. Dann haben wir hier den Repeater, der diesen Block powert. Und dadurch löscht diese Fackel aus. Und diese Fackel powert derzeit diesen Block. Und dadurch ist dieser Hopper blockiert. Wenn ich hier F3 einschalte, könnt ihr das oben rechts sehen. Unter Minecraft Hopper in Rot enabled false. Dieser ist false, dieser ist false, aber der darüber, der ist true. Das heißt, hier können Items reinfließen, aber hier nicht. Und sobald die Fackel auslöscht, können die Items von oben nach unten fließen, aber dadurch, dass wir hier 41 Ingots drin haben müssen, stellen wir sicher, dass wir hier unten nur Eisen-Ingots reinbekommen. Ich werde dann diese Kisten oder zumindest die Eisenkiste an unser System mit dem Lager anschließen, wenn ich das dann mal habe. Nun aber muss ich die effektive Farm oben drüber noch fertig bauen, denn sonst bekommen wir kein Eisen. Das Setup ist nun fertig. Hier auf dieser Seite haben wir 3 Betten für 3 Villager mit je einer Farmstation. Darüber kommt dann irgendwann noch ein Layer Glas, denn hier, wo wir die effektive Farm haben, also die Villager und den Mob, der hier reinkommt, da sollen die Golems ja nicht spawnen, sondern rund herum, und wenn wir Glas darüber platzieren, können wir das sicherstellen. Der Mob, das wird ein Zombie sein, ist hier unten und da kann er eigentlich, hat er keinen Sichtkontakt. Wenn wir aber hier Wasser platzieren, 2 Blöcke, dann hüpft er so in die Höhe und schaut dann immer wieder mal da über die Komposter rüber und wir bekommen dann hoffentlich einen eisernen Golem. Ich denke, es ist einfacher, zuerst den Zombie reinzubekommen und dann die 3 Villager. Yep. Das heißt, ich warte auf Nacht und dann schaue ich mal, wo ich einen Zombie herbekomme, den ich da reinlocken kann. Komm zu mir. Sag mal, kannst du was halten? Nicht? Okay. Ich habe ja noch ein Name Tag für dich, so dass du nicht despawnst. Aber zuerst muss ich dich an der richtigen Stelle reinbringen. Folg mir einfach, dann zeige ich dir den Weg. Sehr schön. Und dann machen wir hier mal das Trapdoor drauf. Zuerst Name Tag, dann Trapdoor, weil dann verbrüht sich die Birne nicht, wenn die Sonne scheint.
Gut. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr, weil wir haben ja Glas oben drüber. Und diese Bahn brauchen wir auch nicht mehr. Gut, dann fehlen uns eigentlich nur noch die Villager auf der anderen Seite. Und das sollte ja keine große Hexerei sein, denn da habe ich ja schon eine Bahnlinie gezogen. Ich muss nur rasch hier oben schauen, dass die hier, da kommt Glas hin und dann hier, da fehlt ein Glasblock. Ah, ich lasse hier auf der Seite mal offen, damit ich raus kann und dann hole ich die Villager, sobald es Tag geworden ist. Und da kommt auch schon alles außen rum, denn wir müssen ihn nicht konvertieren. Und wenn alles so läuft, wie ich mir das denke, landet er auf den Betten. Wunderbar. Und ich habe hier einen anderen rein platzieren müssen, weil Glas über dem Kopf allein, das reicht nicht. Sie bekommen immer noch einen Sonnenbrand und ich nehme den Minecart hier mal weg, so dass die anderen nicht auf den Minecarts stapeln, sondern dass wir effektiv drei Villager reinbekommen können. Wie ihr sehen könnt, funktioniert die Farm und produziert bereits Eisen. Ich musste die Villager da oben etwas in Glas einpacken, weil sie sonst immer runter ins Wasser springen und das wird mir auf die Dauer zu blöde, wenn ich da jedes Mal neue Villager reinpacken muss. Somit alles, was jetzt noch übrig bleibt, ist hier aufzuräumen und dann natürlich das Ganze mit einer Gebäudehülle zu versehen. Das Fundament ist nun fertiggestellt, wieder mit Quarz. Steinquadern und da stellen wir dann noch Säulen drauf, ähnlich wie da auf der Seite. Und hier in der Mitte ein Amboss soll diesen Tempel hier symbolisieren, denn dies ist der Tempel des Hephaistos, der griechische Gott des Feuers und der Schmiedekunst. Hier in der Mitte habe ich einen Layer Glas gelegt, so dass wir hier kein Wasser haben, weil ich habe dann hier, so von der Seite sieht man das besser, eine Sticky Piston und mit der können wir den Soul Sand Block runterziehen und dann hüpft unser Zombie Villager nicht mehr, sprich die Farm ist ausgeschalten. Aber dadurch kann es sein, dass Golems hier auf dieser Seite spawnen und dann hier hängen bleiben. Und damit kann ich das vermeiden. Hier geht es nun auf dieser Seite nach unten. Und hier ist alles schön aufgeräumt. Und wie ihr seht, haben wir schon einiges an Eisen. Hier hinten gibt es eine Tür, die in den Untergrund führt. Sollten wir da mal runter müssen. Nun aber der nächste Schritt, die Säulen am Rand. Und zwar müssen die so hoch sein, dass sie 8 Blöcke
über den Villagern sind, sodass wir sicherstellen, dass alle Eisengolems hier in unserem Wasserbecken spawnen und nicht allenfalls oben auf dem Dach, was wir drüber packen. Aber das heißt für mich zuerst mal, ich brauche mehr Quarz für die Säulen. Das Dach macht Fortschritte und von hier oben können wir jetzt auch sehen, dass hier unten rund um den Amboss, da hat es ein Muster, und zwar ist das der griechische Buchstabe Omega, der letzte im Alphabet, weil der etwas symmetrisch ist, somit macht das Sinn. Aber das war dann eigentlich auch schon die ganze Sinnlichkeit. Hier in der Mitte machen wir ein Muster hin in den Fries. Und wahrscheinlich seht ihr das nicht so besonders gut, wie das rauskommen soll, während ich das hier baue. Hier außenrum überall Blitzableiter und in der Mitte haben wir dann auch nochmals einen Amboss. Etwas in die Höhe. So. Da kommt ein solcher hin. Ein solcher hin. Zwei normale Brickblöcke. Mitte nochmals ein solcher. Und das sieht dann in etwa so aus. Und ja, wir sehen es nicht besonders gut hier in der Nacht, aber ich denke, das macht doch etwas aus, wenn das Ganze fertig ist, dass das Ganze nicht so, die ganze Fassade nicht so eintönig wird. Nun, ich muss das Ganze noch auf der anderen Seite machen, da oben, und dann natürlich das Dach fertigstellen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich hoffe, von dieser Seite hier könnt ihr das Signet so richtig schön sehen. Wir haben hier auf der Innenseite auch nochmals einen Amboss und dann hier natürlich die Farm, die wir an- und abstellen können. Und in der Zeit, als ich die Gebäudehülle baute, haben wir doch einiges an Eisen angesammelt. Somit ist auch sichergestellt, dass diese Farm funktioniert. Und da brennt auch schon ein weiterer eiserner Golem auf. Drum, das war's für heute. Wir haben unsere Eisenfarm. Nächstes Mal vielleicht die Holzfarm nebendran. Wir werden sehen. Also bis dann und tschüss.